So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster. Wir spielen Assassin's Creed. Und zwar in der Director's Cut Edition. Und ja, wir sind jetzt letztes Mal hier wieder in Jerusalem angekommen, haben hier die ersten Quests erledigt. Und ja, nachdem wir hier den Aussichtspunkt genommen haben, würde ich gerne hier unten den Bürger retten. Also, stürzen wir uns ins Getümmel. Schauen wir mal, wo der ist. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. So, sehr gut. Ja, ist die Frage, gehen wir hier rüber, machen wir erstmal den Taschendiebstahl oder... Ja, wir können hier die Sachen abmackern. Wer könnte das getan haben? Was? Wer hat das getan? Auf der Hut! Er beobachtet, er lauert, er versucht uns ständig. Seid stark! Oh, hier ist was. Ja, ich versuche gerade zu eruieren, wo wir was klauen sollen. Ihr zwei? Naja, eher nicht, eher hier irgendwo. Oh. Ja, wir müssen irgendwie in die Richtung. Ah, da drüben, die zwei sind's, oder? Zu weit entfernt, okay. Habt ihr den Befehl gesehen? Wir sollen das Gerüst für eine weitere Hinrichtung reparieren. Heute. Ja, es ist das an der westlichen Ecke von Salomons Tempel. Ich wollte soeben dorthin. So viele Tote. Wenn doch nur unser wahrer Herrscher zurückkehren und Gerechtigkeit in diese Stadt bringen würde. Ja, und dieser Tyrann Mashtadin nicht weiter herumstolzieren könnte. Wie? Wie nur konnte es so weit kommen? Alle, die als Statthalter Salahadins vorgesehen waren, haben ein frühes Ende gefunden. Und nun fällt diese Stellung an ihn, der einst nichts als der Schreiber des Emirs war. Welch ein Zufall. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter diesen Unfällen steckte. Sch, wenn die Wache uns hört, nimmt man uns als Verräter fest. Hingerichtet auf dem Gerüst, das wir selbst errichtet haben. Kommt. Gehen wir an die Arbeit. Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Hier sind zwei Wachen. Sogar drei. Vier. Macht Platz. Oh. Ich darf da nicht rein. Ach, kletter hoch.
kommt nicht mehr. Ein großer Traum. Nichts habe ich nicht toll gesehen. Okay, wir haben es bekommen. Ja, ich wusste nicht, dass der hier im Kreis läuft, sonst wäre ich natürlich hier geblieben und hätte einfach gewartet, bis der wieder hier vorbeikommt, aber gut. Somit haben wir das. Das heißt, wir machen als nächstes die Bürgerbefreiung. Ist das hier drin? Entweder ist das hier oder dahinter. Schauen wir mal. Ah, hier ist es. Lasst mich gehen! Ich habe dich verbrochen! Toast! Gut, dass ihr gerade vorbei seid. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Was ist das? Was ist das? So, das haben wir. Ja, jetzt sind wir relativ weit weg wieder von allem. Deswegen, ja. Machen wir uns mal auf, das Ding zu freizuschalten. Oh, hier komme ich nicht rein. Bitte gebt. Geht weg. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Was tut der da? Er wird Ärger verursachen. Hat er seinen Bestand verloren? Es ist euch nicht erlaubt, meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Was tut dieser Mann? Hier, ihr könnt das nein, nicht geht Vorsicht! So ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Also manchmal ist es echt, keine Ahnung, ist es eher so eine Empfehlung, was man gibt. Gefühlt zumindest die Eingaben. Nein, geht nicht. Ihr habt nichts zu suchen. Gag. Nichts, was ich nicht schon gesehen hätte. Was wollt ihr? Wie seltsam. Erhal, entehal am. Warum macht ihr das? Okay, ist das hier die christliche Kirche? Oh, ich sehe es. Weil wir hatten zwar ja schon einige Kirchen, aber das wirkt schon fast wie die Dings, ne? Die. Naja, das kann ja gar nicht die Dings sein, ne? Die Geburtskirche von Jesus. Weil die müsste ja ein Bethlehem sein. Aber es gibt, glaube ich, eine Kirche in Jerusalem, die besonders im Fokus steht. Ja, ich bin da nicht ganz so drin. Ja, meine Vermutung ist jetzt, nachdem wir hier rausgerannt sind, dass wir gleich wieder rein müssen. Ja,
weil da irgendwelche Bürger noch sind, die wir retten müssen. Schauen wir mal. Ja, hier hinten ist noch was. Belauschen. Ach, bitte fall um. Hm. Da drüben ist auf jeden Fall noch ein Bogenschütze, den ich gerne irgendwie weg hätte. Wo sollen wir das belauschen? Da hinten irgendwo? Okay. Ah, oder ist das in der Moschee? Also in der Kirche, ist ja, glaube ich, ist ja, ja, schon christlich, ne? Ja, eher christlich, würde ich sagen. Oh, da hinten ist noch ein Ding, ein Templer. Okay, das war sogar recht lautlos. Die zwei sollen wir belauschen, okay. War hier nicht eine Bank? Ja, hier war eine Bank. Es tut mir leid, Ahmad. Sie kamen ohne Vorwarnung. Mein Sohn? Sie haben meinen Sohn? Was wird mit ihm geschehen? Wir taten, was wir konnten. Was wird mit ihm geschehen? Er wird hingerichtet. Heute. Nein, das erlaube ich nicht. Aber was können wir tun? Majdadin nimmt keine Gnadengesuche entgegen. Mit Gottes Willen lässt sich nicht feilschen. Das ist nicht Gottes Wille. Es ist Wahnsinn. Ich werde selbst zu ihm gehen. Wo ist er? Er wird der Hinrichtung beiwohnen, sie sogar durchführen. Er genießt solche Schauspiele. Ein wahrlich böser Mann. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay. Das war's schon. Ich dachte, wir kriegen jetzt hier... Okay, wir werden dann wahrscheinlich die Hinrichtung in irgendeiner Art und Weise, ja, sabotieren. Ich würde gerne mal einen Blick, falls das möglich ist, hier reinwerfen. Achso, komme ich nicht, okay. Gut, naja, gut. Yeah.
Wie konnte das nur passieren? Was ist das? Ja, ich versuche dorthin zu kommen, zu dem Aussichtspunkt. Hab keine Zweifel. Wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Ja, ich seh's. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen nicht umsteigen. Ah, natürlich treffe ich nicht die Leiter, ne? Haltet ihn! Na, ich habe schon gesehen, hier drüben müssen wir hin. Okay, es ist doch nur so eine Kirche, die halt überall oder öfters rumsteht. Ich dachte, das wäre irgendwie... Aber es gibt in Jerusalem auf jeden Fall noch eine bedeutende... Ja, Kirche. Also bedeutend, es sind ja für jede Weltreligion, die ja dort vertreten ist, ist ja ihre Kirche, Moschee, was auch immer, ja bedeutend. Also von dem her will ich das gar nicht irgendwie... Ja, irgendwie kleinreden oder sagen, die einen sind besser als die anderen. Das ist mir relativ egal. Natürlich musst du mich angreifen, du Sack. Deswegen für die jeweilige Fraktion ist ja immer das irgendwie bedeutend. Vorsicht! Ich danke. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Was ist das? Was? Wer hat das getan? Sagt es mir! So, was haben wir hier? Informantenherausforderung. Ihr wieder, Großmeister? Sicherheit und Frieden. Ich bin so froh, euch zu sehen. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten, aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? Ich würde euch ewig dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Er möchte eine interessante Geschichte erzählen. Eliminieren Sie heimlich. Eines? Nein, zwei Ziele. Okay. Allmächtiger. Oh, wie schrecklich. So, den ersten haben wir. Also ist ein Mörder in der Nähe. Sind wir aufgeflogen?
Wir sind aufgeflogen. Ja, weil der erste, die erste Attacke. Okay, bitte, es kann doch jetzt nicht sein, dass du jetzt wieder angepimmelt kommst. Das ist das Problem, wenn die es einmal... Ja, bitte, das kann doch nicht sein, du! Ja, das Problem ist, dass dort die Leichen sind und deswegen werden wir sofort enttarnt. Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, bitte, das kann doch nicht sein, Alter! Kleinigkeit, bitte. Wo ist der hin? Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Och, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Natürlich steht er wieder genau im Weg. Ach, ja. Ach, falsche Taste. Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Hier ist meine Geschichte, Meister. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich zwei Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Okay, wir können als Gelehrter oder in so einem Gelehrten-Train können wir um... und uns dem Hinrichtungsplatz quasi verdeckt nähern. Das wird wahrscheinlich hier hinten sein, oder? Ja.
So, hier haben wir noch eine Befragung. Nochmal Bürger retten und hier hinten noch einen Aussichtspunkt. Okay. Ja, wir machen auf jeden Fall noch die zwei Sachen. Müssen in die Richtung. Dem Gesetz den Rücken zu kehren. Denn das Gesetz wurde uns von Gott selbst gegeben. Gepriesen werde sein Name. Es zu brechen heißt, seinen Namen zu schänden. Und es gibt keinen schlimmeren Frevel als das. Majdadin versteht. Er setzt alles daran, die Ungläubigen unter uns auszumerzen, auf dass wir ein rechtschaffenes Leben führen können. Eigentlich ist es nur wichtig, wo er hinläuft. Es ist keine Schande, Namen zu nennen, die Namen derer, die das Gesetz brechen. Ohne unseren Glauben sind wir nichts, ohne seine Regeln und seine Leitung. Diese zu missachten, heißt, den zu missachten, der uns alle leitet. Ein solches Verhalten kann nicht geduldet werden. Der Vater des Verstehens, der uns leitet, ne? Naja. Okay. Belästigt jemand anderen. Hier ist auf jeden Fall eine Wache. Dadurch, dass der wieder davor gestanden ist, habe ich nicht gesehen, dass der uns angreift. Also mit Greifen uns attackiert. Okay, ist super fair wieder. Och, bitte, dass er jedes Mal einen anderen fokussiert. Das ist doch pervers. Bitte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich da gar keinen treffe mehr. Komm, er trifft immer, ne? So dürstet es euch nach mehr als nur meinem Leben. Was ist es? Kennt ihr Masch? So, wie war richtig Pain, dass du jedes Mal einen anderen anvisierst. Ist ihm das Gesetz wirklich so wichtig? Du kommst mit Anvisieren gar nicht hinterher und immer in der Sekunde schlägt dann genau ein anderer zu. Männer wie wir sollen Angst verbreiten, den Leuten das Fürchten beibringen. Die, die er tötet, sind keine Verbrecher, aber gefährlich sind sie allemal. Gefährlich für wen? Für seine Pläne. Ihre Pläne. Ja, er spricht von anderen, mit denen er zusammenarbeitet. Für die er arbeitet. Ich weiß es nicht. Aber sie brauchen diese Stadt. Sie zu kontrollieren bedeutet ihnen viel. Warum? Das müsst ihr ihn selbst fragen. Geht zu einer seiner Hinrichtungen. Dort ist er am gesprächigsten, wenn er sich ans Volk wendet. Die Hände voller Blut. Dann sind wir fertig. Ja, die Information hatten wir schon, mehr oder weniger, dass wir zur Hinrichtung sollen. Hey! Schiff on fire!
werden können. Hm. Hier irgendwo. Was ich nicht schon gesehen hätte. Der verdammte Narr hat auf uns verstanden. Was tut dieser Mann nur? Vorsicht jetzt! Da haben wir noch irgendwie einen Templerwicht, ne? So, ich will auf jeden Fall hier zu dem Aussichtspunkt noch. Wo ist der Punkt? Hier. Ist das hier der Hinrichtungsplatz? Ne. Wo bist du? Ach, da drüben, ich seh's. Verflucht ihn! Ihr seid hier nicht erwünscht. König und sein Heer von Ungläubigen. Wir handeln gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten, hinterlassen sie eine Schneise des Leibes. Hey, du Bauer, bevor ich... Sie kennen einen Kreuzzug. Ein Kreuzzug für was? Ignoranz? Grausamkeit? Wahnsinn? Wir müssen standhalten. Wir müssen die Feinde auf jede erdenkliche Art bekämpfen. Das könnte der letzte Turm in dem Stadtteil sein. Schauen wir mal. Oh, hier unten. Genau, damit haben wir schon mal alle Aussichtspunkte. Verfluchte Schützen! Wir sollen einen von Mashtadins Offizieren angreifen. Aber dazu müssen die Bogenschützen von den Dächern entfernt werden. Ich kann keinen Mann entbehren. Könnt ihr helfen? Sorgt nur dafür, dass ihr nicht gesehen werdet. Sonst müsst ihr wieder von vorne beginnen. Mhm. So, wo sind die? Drei Leute. Das Feuer des Krieges frisst sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Er wird Ärger verursachen. Aber ich sage, es ist eine Ehre, sein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen größeren Ruhm als diesen. Komm, beweg dich. Um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Haltet ihn! Wir müssen ihn aufhalten. Ach ja, natürlich, natürlich in der Sekunde wieder. Es ist... Also warte mal, den könnten wir beklauen. Na, okay. Oh, bitte. Der englische König möchte uns vom Antlitz der Erde tilgen. Wir müssen widerstehen. Wir müssen zurückschlagen.
Ja, damit haben wir den ersten Bogenschützen. Och Mann, das kann doch nicht sein. Oh, es ist so nervig. Es werden schon wieder 100.000 Leute. Ach meine Güte. Wenn wir das wieder triggern, ne? Hier komme ich nicht hoch. Ach, das ist sicher der andere, der uns jetzt sieht, ne? Wo ist der Dude? Da. Und der andere ist da drüben. Versucht ihn mal mit dem Wurfmesser zu machen. Okay, jetzt nur zurück, ohne groß Aufsehen erregen. Na, jetzt wäre ich fast wieder auf eine Wache draufgesprungen. Ich beginne zu verstehen, was Al-Mualim an euch findet.
Mich deucht, ihr seid wegen Mashtadin hier, ja? Dann interessiert euch vielleicht, dass er seine Gefangenen vor der Exekution gerne belehrt. Dabei kehrt er der Menge den Rücken zu. Das sollte der perfekte Moment sein, um zuzuschlagen. Nun, ich muss mich um meine Männer kümmern. Wir haben unsere eigenen Ziele zu erfüllen. Okay, das ist sogar mal eine richtig geile Info, weil in dem Moment, wenn er sich von uns wegwendet, können wir ihn angreifen. Und es wirkt so, als hätten wir jetzt alles in dem Gebiet freigeschaltet, obwohl daneben wäre noch, sind irgendwie noch zwei Balken. Eines wird das Attentat sein und das andere Gelehrte. Aber sonst sind hier nur Partisanen unterwegs. Tja. Ich sehe jetzt nichts auf der Map, was uns irgendwie helfen könnte. Ich warte mal noch kurz, ob sich das irgendwie aktualisiert, die Karte. Aber ist jetzt nichts dazugekommen, ne? Es kann sein, dass wir in dem Viertel vielleicht nicht alles erledigt haben oder da noch eine Befragung offen haben und deswegen jetzt nicht 100% Synchronität erreicht haben. Ich habe nicht. Ach nein. Warum macht er das? Ich verstehe ja, dass die irgendwie krank sind und dass die da vielleicht irgendwie Probleme haben, aber gefühlt sind das viel zu viele von denen und logisch irgendwie immer nur an den Stellen, wo es eh schon unangenehm ist zu laufen. So, ich versuche mal. Geht schnell, um diese barbarischen Taten zu rächen. Ah, wir sollten vielleicht noch ein paar Dinger einsammeln, ein paar, na, Wurfmesser. Dafür bräuchten wir noch einen Gangster. Gangster sind immer die, die hier auch so, ja, so eher dunkel gekleidet sind. Genau sowas, eher ist ein Gangster mit Taschen und Gürteln. Und wenn wir den jetzt hier bestehlen, 6, dann bekommen wir Wurfmesser, dann haben wir 8. Bräuchten noch 2, einfach damit ich hier in die Mission mit vollem Equipment einstarte. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen, aber sind ja oh, bitte komm. Sehe ich denn aus wie ein Kaufmann? Nein, also verschwinde. Ach, beweg dich. Allein hier auf dem Platz stehen 3 von denen. Ja, so nervig, wirklich. Okay. Genau, wenn wir dies nur so fighten und gewinnen, kriegen wir nur ein Messer. Besser ist gegen diese, ja, quasi diese zu bestehlen, weil dann kriegt man immer 5 Messer fix. Wir könnten ja mal schauen, wenn wir so einen Dude, wir haben ja jetzt 9, ne? Genau. Wenn wir den mit einer versteckten Klinge machen, ob wir dann ein Messer auch bekommen. Ja, es wirkt nicht so. Bitte, eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Ja, nein, nein. Okay, killen bringt nichts. Also entweder bestehlen oder mit Faustkampf besiegen. So, hier ist das Büro.
Geh und verlässt mich deinen anderen. Der hat jetzt zweimal nicht funktioniert. So, jetzt haben wir maximale Anzahl Messer wieder. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ach, er hat gar nicht hingesehen. Kriege spritzt sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung verloren. Es scheint tragisch. Bei dem Tempo verletzt aber ich sage, wird doch jemand anderes. Es ist deine Ehre, dein Leben im Dienste Gottes zu lassen. Im Kampf für das, woran wir glauben. Es gibt keinen... Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los! Jerusalems Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Okay, wir müssen schneller sein als der andere. Keine Chance. Das hoffe ich. Aber dafür wissen wir, wenn er sich umdreht, können wir ihn quasi ja, angreifen. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, dann machen wir uns mal auf den Majid Adin zu besuchen. Wo ist denn das? Ah, das ist wirklich nicht weit weg. Das ist hier. Ah, das war hier auf dem Ding, wo wir die eine Flagge gefunden haben, wo wir hier außen rumgelaufen sind. Okay. Wir sind aber schon, ja, wir sind schon in der Nähe. Ach, bitte verpack doch nicht darum. Geht schnell! Evelki sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına izin vermiyor. So, wir werden hier auf jeden Fall den Platz säubern. Noch drei Bogenschützen, die ich instant sehe. Da unten muss der Markt der Platz sein, da unten. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Wer sieht denn mich, wenn ich hier schon rumlaufe? Bist das du gewesen, oder was? Oder ist hier noch einer hinten? Da hinten ist auch noch einer. Jetzt
weiß nicht. Ja, genau, hier war auch noch einer. Vielleicht ist hier oben noch wer. Nee, okay. Hier unten, ja. Hier unten ist das mit der Blatt, die Hinrichtung. Wir brauchen auf jeden Fall Gelehrte, weil nur mit den Gelehrten kommen wir nahe genug ran. Da hinten. Da hinten im Eck sind Gelehrte. Okay. Und den auf dem Dach noch erledigen. Weil dann sind wenigstens schon mal die ganzen Bogenschützen weg. Ach. Kommt nicht näher. Okay, das heißt, wir haben wenigstens schon mal hier oben alles geklärt. Wir haben aber nur hier im Eck die Gelehrten. Ja, die müssen wir uns holen. Wir müssen uns da verstecken. Da kommen wir laut den Angaben am nächsten ran. Aber ich kann sie nicht aktivieren. Ah, jetzt. Jetzt haben wir die Dings getriggert. Ja, ich kann mich leider nicht wirklich bewegen. Ich verlange Ruhe. Doch, ich kann mich schon ein bisschen bewegen, aber... Menschen von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung! Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie säen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Zopf des Verrats und der Sünde, mein Leben voller Angst. Wollen wir nicht, niemals. Dann wollt ihr Taten sehen? Hör uns. Eure Hingabe schmeichelt mir. Das Sündige muss geläutert werden. Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht gerecht. Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Och, das kann doch nicht sein, dass der genau hier ist. Ja, bitte, das ist doch lächerlich. Sie hat viele Namen. Wer sieht mich denn? Ja, bitte, an jedem Eingang, oder was? Ist
Ja, wie gesagt, ich verstehe, dass die zwar krank sind, aber es ist irgendwie zu viel. Ich bin nicht hier, weil ich mich zu anderen Männern lege. Oh, warum? What? Er will mich umbringen, weil ich mich nicht zu ihm legen wollte. Meine Güte. Im Angesicht der Erlösung hält sie an ihren Lügen fest. Sie lehnt die Rettung ab. Darauf kann es nur eine Antwort geben. Ja, ich habe wahrscheinlich so lange Zeit, bis er... Ein Glücksspiel verurteilt mich zum Tode. Zeigt mir, wo das geschrieben steht. Nicht die Sünde betrug mich, sondern ihr. Ach, lass mich doch da runter. Okay, den Teil haben wir erfüllt. Wir sind in diesem gelehrten Train. Was sagt ihr dazu? Schande! Das war der einzige Gegner, den ich am Boden fand. Da steht es da, als hätte ich es geraubt, als hätte ich es einem anderen entrissen. Heute ein Dinar, morgen ein Pferd. Dann das Leben eines Mannes. Das Gut an sich spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass ihr etwas genommen habt, was euch nicht gehörte. Würde ich solches Verhalten dulden, würden die... Eure Arbeit ist nun beendet. Ja, ich wollte los, weil der Train wollte die Plattform verlassen. Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte, weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte, wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht. Doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. So, das heißt dann für uns wieder fliehen. Ach, spring doch da hoch, bitte! Ja, natürlich. Ach. Es ist manchmal echt zum verrückt werden. Ja, natürlich ist hier wieder eine Sackgasse. Kammerführung ist auch richtig geil. Hui!
Ja, komm, flieh. Halte dich! Du wirst mir nicht entkommen! Ich werde dich finden! Ach Mann, das kann doch nicht sein! Spring doch da hoch! Du kannst dich nicht verstecken! Wir wurden! So, jetzt heißt es mal warten. Ja, es ist immer so geil, ne? Wenn du dann irgendwie in der Action bist und dann auf einmal funktioniert das Klettern nicht, erst da überhaupt nicht hochgeklettert. Und dann waren natürlich die anderen schon so nahe, dass wir dann gar nicht mehr wegkommen. So, aber das Büro ist da drüben irgendwo. Damit sind wir im Büro und damit ist der Auftrag erledigt. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Okay. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, dann reden wir nochmal mit dem... Schaut eigentlich ganz gut aus, ja. Wir haben die Sammelsachen nicht alle gefunden. Also die Flaggen und so, aber... Ich weiß nicht... Aufstehen. Ah, okay. Was immer Sie sagen, Doc. Ich beende die Sitzung. Ich komme sofort. Sind Sie wirklich sicher? Ja. Nein. Alles ist Denver. Ich weiß nicht, wie er. Natürlich. Ich verstehe. Sie haben eine Menge Ärger, Mr. Miles. Wo liegt sein Problem? Die kommen sie holen. Wer kommt mich holen? Assassinen. Hey, ich hatte nichts damit zu tun. Klingt, als würden sie eine Art Rettungsversuch starten. Schätze, sie sind wichtiger, als sie dachten. Mann, oh Mann, das wird ja immer noch abgefahrener hier. Das musste passieren. Wie meinen Sie das? Der Kampf, den ihr Vorfahr während des dritten Kreuzzuges begann, er hat nie geendet. Und sie werden von Templern festgehalten. Wittig ist ein Templer? Sie konnten es nicht wissen. Sie verbergen sich sehr gut. Aber um Ihre Frage zu beantworten, Wittig arbeitet für Sie. Wir alle. Abstergo ist Ihre Firma. Mhm. Ich dachte, Templer wären alte Kerle mit komischen Hüten, die rumhocken, Bier trinken und Pläne schmieden, um mit Trollen und Zwergen die Weltherrschaft zu erringen. Nein. Außerdem Teil mit der Weltherrschaft, schätze ich. Sehen Sie, Desmond, es ist sehr kompliziert. Die Hälfte von dem, was man über die Templer sagt, stammt von verrückten Psychopathen, die Helme aus Alufolie tragen. Die andere Hälfte sind Halbwahrheiten, die Templer selbst in die Welt gesetzt haben. Aber sie sind die bösen Jungs, oder? Wenn ich eins gelernt habe, seit ich hier arbeite, dann, dass es so etwas nicht gibt. Alles ist relativ. Wie kann ich es Ihnen am besten erklären? Was sie wollen, ist gut. Aber die Art, wie sie es umsetzen, ist böse. Wirklich böse. Was versuchen sie denn zu tun? Lucy... Ja. Miss Dillman, ich muss mit Ihnen reden. Kommen Sie hoch. Sofort. Bin unterwegs. Tut mir leid, Desmond. Ich muss gehen. Sie sollten sich zur Ruhe legen.
Okay, das heißt, wir sind jetzt hier alleine im Raum. Vor Ihnen. Sie müssen nur wissen, wo Sie gucken müssen. Wir haben ja das Passwort das letzte Mal bekommen, oder ein Passwort. Meine Vermutung war zuerst, dass wir ein Passwort für die Tür bekommen haben, aber wahrscheinlich ist das das Passwort für den PC. Und da können wir jetzt ein paar Infos... Ja, hier können wir nichts machen. War auch ein bisschen irritiert von dem hier, aber das ist ein Feuerlöscher. Okay. Hier können wir nichts. Bitte, entweder hier oder... Ich bekomme Ärger, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Ach so. Ja, ja, ich werde dann dort eingesperrt, ne? Ich versuche nochmal hinten den PC zu checken. Oder das ist das Passwort, um aus unserem Zimmer zu kommen. Das kann natürlich sein. Bitte, Desmond. Das. Ich bekomme Ärger, okay, wenn ich nicht gehe. Und ich kann nicht gehen, solange Sie nicht auf Ihrem Zimmer sind. Ich will nochmal schauen, ob ich irgendwas machen kann. Nee, okay. Ja, vielleicht ist das das Passwort, um wieder rauszukommen. Weil sie sperrt uns jetzt hier ein. Theoretisch könnten wir jetzt das Passwort finden, aber haben wir schon. Zwei, sechs, acht, irgendwas? Okay. Dann schauen wir mal in den Computer von ihr. Oh, das ist der Kugelschreiber. Da haben wir den Kugelschreiber genommen. Ich dachte, er greift auf dem PC zu. Zugriff gewährt. Okay, er glaubt, wir sind Lucy. Mhm. Wir haben hier drei neue Mails. Und zwar wieder von dem Warren. Sagen Sie bitte eben etwas von Eden wie Layla. Enden wie Layla. Was meinen Sie damit? Okay. Warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails eben oben steht's doch noch? Hatten wir die E-Mail schon gelesen? Ich schreibe Ihnen, um mich wegen des Todes einer ehemaligen Angestellten zu erkundigen. Layla Marino. Ich weiß nicht, ob Sie in der fraglichen Zeit bereits bei uns gearbeitet haben. September 2007. Es gab 2007 kam ja, glaube der erste Teil raus. Ich weiß jetzt nicht, ob September war, aber 2007 war der erste Teil. Kann September gewesen sein. Es gab anscheinend irgendeinen Unfall, aber ich kann keine weitere Information in diesem Fall finden. Das Büro des Gerichtsmediziners deutet an, dass ihre Akte versiegelt wurde, wenn es sich um einen Selbstmord handelte. Warum werden die Informationen dann so vertraulich behandelt? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so viel spoilern soll, aber Layla wurde ja dann später verraten. So viel kann man ja sagen. Sie wurde ja verraten und ist damit dann quasi gestorben oder da deswegen gestorben. Und das wird hier ein bisschen angerissen. Und die Antwort dann von Nancy war... Mrs. Stillman, also das ist Lucy Stillman. Es tut mir leid, aber ich habe kein Recht, über diese Angelegenheit oder die Umstände ihres Verlassens der Firma zu sprechen. Okay. Ja, damals wusste man nicht, wer Layla ist, ne? Jetzt, einige Jahre später und Spiele später, wissen wir, wer Layla war. Ich glaube, sie ist schon in Origins aufgetreten. Den großen Ding war dann bei Odyssey. Und wir haben dann nochmal so einen kleinen Sneak Peek gehabt in Valhalla von Layla. So. Hier geht's dann weiter mit den E-Mails. Nancy. Ich verstehe nicht, warum diese Informationen zu schwer zu bekommen sind. Ich habe noch nie von einer Firma gehört, welche die Fähigkeit hat, den Bericht eines Gerichtsmediziners zu Firmeneigentum zu erklären. Das ist lächerlich. Sie waren meine Freundin. Ich will nur wissen, was mit ihr passiert ist. Ja, sie will das jetzt hier wissen, wird aber keine Informationen wahrscheinlich bekommen.
Leider sehe ich mich außerstande, Ihre Anfrage weiter zu bearbeiten. Ich habe Alan Ikin in CC gesetzt. Bitte wenden Sie sich mit allen weiteren Fragen an ihn. Vielen Dank. Okay. Und antwortet der dann? Sie hat sich umgebracht. Irgendwas mit einer Beziehung mit einem Jungen namens Neumann. Halten Sie sich aus Firmenangelegenheiten raus. Schluss damit. Ja, wie gesagt, sie wurde ja dann verraten, umgebracht. Wir haben hier auch noch einen Ausgang. Okay, da schreibt sie an den Mr. Ikin. Ich hoffe, dass Sie mir vielleicht erklären können, warum auch 5 Jahre nach der Begebenheit niemand bereit zu sein scheint, mir zu sagen, was mit meiner Freundin passiert ist. Okay, Lucy und Lila waren Freunde. Das wusste ich gar nicht mehr so genau. Falls Sie befürchten, dass ich vertrauliche Informationen weitergeben würde, wenn Sie diese mir teilen, denke ich, dass meine bisherige Zeit in der Firma für mich sprechen sollte. Vielen Dank für Ihren... Ja, da sie ja freiwillig, unfreiwillig hier festgehalten wird. Ja, ist das im... Ist hier was gelöscht? Ne, ist nicht gelöscht drin. Ist dann immer ein bisschen fraglich, wie weit sie der Firma dann, ja, untergeben ist. Oh, wir können hier auch zugreifen. Das wäre schon mal ein interessanter Rechner. Oh, dieses Passwort haben wir nicht. Okay. Vielleicht kann man das hacken? Nee. In späteren Teilen gaben dann irgendwie so komische Minispielchen, die ja ein, zweimal irgendwie nett waren, aber irgendwann, ja, war das dann leider auch ein bisschen zu, ja. Es war keine wirkliche Herausforderung, die Rätsel. Ich glaube, wir haben jetzt soweit alle Infos bekommen. Können wir hier noch was machen? Nee. Ich laufe einmal nur ab, ob hier irgendwie eine Interaktion ist. Aber es sieht nicht so aus. Ja. Es sieht so aus, als müssten wir jetzt dann pennen und quasi, wir werden dann wieder von dem Warren ganz freundlich geweckt, so wie jeden Morgen. Aber wir haben einige Infos bekommen. Ach, der Typ ist mal nicht da. Interessant. Ah, da hinten steht er. Ich würde zuerst ihn... In den Animus. Freundlich wie ihr und je, ne? Quatsch den mal an, vielleicht hat er noch eine Voiceline für uns. Nee. Hier. Oh, hier war was. Oh, jetzt fladern. Ah. Zuerst haben wir den Stift von ihr bekommen, von Lucy. Deswegen hatten wir den, glaube ich, den Zugriff auf den PC. Und jetzt haben wir seinen Kugelschreiber geklaut. Damit sollten wir dann beim nächsten Mal Zugriff auf seinen Rechner haben. Können wir mit ihr noch was machen? Nee, okay. Okay. Legen Sie sich zurück. Wir erledigen den Rest. Nun starten Sie schon. Dann schauen wir mal, was Mualin zu sagen hat. Redet ein, Altair. Ich hoffe, ihr seid wohl ausgeruht. Bereit für die restlichen Aufgaben? Das bin ich. Aber zuerst möchte ich mit euch reden. Ich habe Fragen. Dann fragt. Ich werde so gut es geht antworten. Der Händlerkönig von Damaskus brachte die Adligen um, die die Stadt regierten. Mascht-Adin in Jerusalem verbreitete Angst und Schrecken, um das Volk zu unterwerfen. Und mich dünkt, Wilhelm plante, Richard zu töten und Akkon mit seinen Mannen zu verteidigen. Diese Männer sollten ihre Führer unterstützen. Stattdessen betrogen sie sie. Was ich nicht verstehe, ist warum. Ist die Antwort nicht offensichtlich? Die Templer wollen an die Macht. Wie ihr wohl bemerkt habt, wollten sie alle ihre Städte im Namen der Templer unterwerfen, damit die Templer selbst im Heiligen Land herrschen. Und bald darüber hinaus. Aber sie können ihre Ziele nicht erreichen.
Warum hat er den Edenapfel in der Hand? Die sind abhängig vom Schatz der Templer, dem Edensplitter. Und den haben wir. Und ohne den Schatz können sie nicht auf Erfolg hoffen. Das ist nur der Splitter. Später gibt es dann auch noch den Apfel. Es ist die Versuchung. Es ist nur ein Stück Silber. Seht es an. Was soll ich denn sehen? Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt, hat Dauben in Schlangen verwandelt, das Rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Und Garniers Männer? Ein Experiment. Kräuter, die ähnliche Effekte hervorrufen, um sie auf den großen Moment vorzubereiten. Talal versorgte sie. Tamir rüstete sie. Sie haben sich auf etwas vorbereitet. Aber was? Krieg. Und die anderen? Die Regenten der Städte? Sie sollten ihr Volk versammeln. Sie alle in Garniers Geschöpfe verwandeln. Die perfekten Bürger. Perfekte Soldaten. Eine perfekte Welt. Robert de Sable darf es niemals zurückbekommen. Solange er und seine Brüder leben, werden sie es versuchen. Dann müssen sie vernichtet werden. Das ist es, was ich euch auftrug. Es gibt zwei weitere Templer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Einer in Akkon, bekannt als Sibrand. Einer in Damaskus, genannt Jubair. Besucht unsere Verbindungsleute. Sie werden euch instruieren. Wie ihr wünscht. Und sputet euch. Zweifellos machen unsere vielen Erfolge Robert de Sable nervös. Seine Gefolgsleute werden alles daran setzen, euch zu entlarven. Sie wissen, dass ihr kommt, der Mann im weißen Umhang. Sie werden euch suchen. Okay. Ich dachte, ich hätte jetzt damit gerechnet, dass er gleich auch... Ich bin nur ein Halm im Kornfeld. Hier, mein Geschenk an euch. Für die gute Arbeit, die ihr leistet. Okay, bin ich gespannt, was wir kriegen. 5 Wurfmesser. Das wäre halt bitter, aber gut. Schauen wir mal. Oh, ein stärkeres Schwert. Neue Fähigkeit in Verteidigung durchbrechen. Ah, okay. Wir können jetzt quasi die Verteidigung kontern und trainieren. Okay. Okay, das heißt, hier ist noch der Edensplitter und der Edensplitter ist in der Vase drin. Ich würde gerne noch kurz das Training, kurz mal schauen, wie das mit dem Konter funktioniert. Und dann porten wir uns in eine Stadt. Ich hätte ja damit gerechnet, dass... Waffen nicht so unbesonnen. Für einen zweiten Wurf gibt es oft keine Gelegenheit. Also ich hätte echt damit gerechnet, dass er uns jetzt noch die letzten 3 Ziele nennt. Aber jetzt hat er uns Ziel 7 und Ziel 8 genannt. Das heißt, der Boss fehlt dann noch. Meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Schauen wir mal, das mit dem... Na? Verteidigungsbrecher, ne? Das war jetzt, was wir neu bekommen haben. Einfach mal checken, wie das funktioniert. Drücke direkt nach einem Schritt, um eine Verteidigung des Gegners zu durchbrechen. Okay. Also anvisieren. Nee, das ist Stoßen. Ah!
Ja, irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich denke. Nach einem Schritt. Halt komisch, dass er nicht angreift, ne? Ich mache immer einen Schritt, aber ich weiß nicht, ob er das wirklich als Schritt anerkennt hier. Weil treffen tun wir ihn so nicht. Ja, da wir am Rand stehen und keinen wirklichen Schritt machen können. Jetzt habe ich es verstanden. Er meint mit Schritt, dass wir die Taste A drücken. Also am Xbox-Controller ist es A. Also wir sollen nicht den Schritt laufen. Ich habe das jetzt so interpretiert, als sollen wir einen Schritt laufen. Und bin die ganze Zeit auf ihn, ihr habt es ja gesehen, auf den Gegner zugelaufen. Und habe so diesen Schritt zu machen. Also für mich war das ein Schritt. Aber für ihn ist quasi in der, ja, das, wenn wir auf A drücken, das ein Schritt, und nach dem quasi Schritt, wenn wir dann auf Angreifen klicken, dann können wir die Verteidigung damit brechen. So. So, dann heißt, wir fangen wieder oben an in Damaskus und reisen ins Büro. Und dann würde ich auch sagen, da, wenn wir jetzt hier im Büro sind, dass wir dann auch erstmal die Folge wieder tauschen oder in die nächste Folge wechseln. Ja, das heben wir uns dann fürs nächste Mal auf, wenn wir dann hier mit ihm quatschen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Und ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute und wir sehen uns bis zum dann. Servus!